Willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. Wir müssen erstmal schnell den Kacknebel überschlafen. Jetzt! Ich hoffe mal, ich habe den jetzt überschlafen. Ja, gut, wir haben ihn überschlafen. Hast du was für mich? Nee, Arsch. Wir wollen... Ach, komm. Wir rennen jetzt nochmal zur Base. Erstmal unser Zeug wiederholen, was wir dort leider gerade verloren haben. Wenn dort überhaupt was liegt. Und wir wollen die Base einnehmen. Die ist auch recht gut gelegen. Also wir könnten dann unsere Base dahin verlegen. Wenn man das so nimmt. Weil die taktisch gut liegt. Man hat nur zwei Eingänge, die kann man zubauen. Und ja... Da liegen die ganzen Toten. Und da liegen auch wir, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hier getötet habe. Auf jeden Fall, der hat eine Wasserflasche. Danke dafür. Okay, die nehme ich dankend an. Und du hast Essen. Das sind jetzt drei. Es waren aber ein paar mehr. Wir speichern mal ganz kurz. Sicher ist sicher. Und gucken jetzt weiter rum. Weil ich glaube nicht, dass wir alle erledigt haben. Das waren insgesamt 7 Mann. Boah, was haben die denn hier für ein Riesenlager? Alter, ernsthaft? Hier müssen wir dann mit dem Auto hinfahren, um das leer zu räumen. Aber eins frage ich mich gerade ernsthaft. Wo sind die anderen alle hin? Wo sind... Lol, sind die weggerannt? Hier ist keiner mehr. Oh, um Gottes Willen. Hier ist einfach keiner mehr. Nicht, dass sie vielleicht durch unseren Angriff so geschwächt waren, dass sie durch die Zombies überrannt wurden. Das wäre natürlich geil und gut für uns. Holy, ich sag ja, hier müssen wir mit dem Auto ranfahren.
Yep. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Hier ist noch ein Baseballschläger. Und die öffnen wir später. Wir holen erstmal unser Auto. Beziehungsweise wir gucken, ob wir auf den großen Transporter eventuell ein paar Schränke draufbauen können. Falscher Ausgang. Denn wenn wir da ein paar Schränke draufbauen können, können wir natürlich mehr Zeug mitnehmen. Hier ist halt auch keiner. Oh, Bums liegen. Schön. Da hinten ist Wald. Hier unten geht's zu uns. Aufpassen, dass uns jetzt keiner entgegenkommt. Aber das ist jetzt unsere Base. Die haben wir eingenommen. Was wollen wir mehr? Darauf erst einmal Dosenfrüchte. So. Das ist nice. Aber wir haben mehr als drei abgeschossen, das weiß ich. Und von dem einen ist noch die Waffe weggeflogen, die ist dann leider durch meinen Tod mit verschwunden, aber das stört uns ja nicht. Und einmal außen rumrennen. So, dann müssen wir den hier jetzt leer räumen. Ach so, nee, ich wollte gucken. Kann man auf den irgendwas draufbauen? In Schrank oder so? Hier. Am besten wäre natürlich... Lol, nee, es geht nicht, schade. Geht dann vielleicht was anderes? Sowas hier. Nein, geht auch nicht. Gibt's denn keine Taschen oder so, die ich draufsetzen kann? Koffer oder sowas? Das wäre praktisch. Nein, gibt's gar nichts. Dann müssen wir den da mitnehmen. Dann räumen wir den jetzt erst einmal leer. Ein Kanister bleibt auf jeden Fall drinne. So, jetzt müssen wir gucken, wo räumen wir das ein? Am besten, wir setzen nochmal einen Spind hier hin. Hier. Falsche Richtung. Einmal so lang drehen, bitte. Sehr schön. Ich brauche Metallschrott. Komponenten und wie viel Holz? Zwei. Ey. Haben wir genau zwei übrig. Reifen. Kanister, Motor. Zündkerzen, Batterien, ja. Das kommt wieder hier rein. Das Leder machen wir erstmal hier rein.
diese anderen Komponenten hauen wir hier rein. Die bleibt hier, die bleibt hier, das bleibt hier. Das hier kommt mit. Das werden wir essen. Das werden wir trinken. Die können hier rein. Die leere Wasserflasche wird hier drinnen gebunkert. Ja, da haben wir wieder drei Wasserflaschen. Und ich würde sagen, auf geht's. Ohne irgendwo anzurempeln. Und ohne irgendwo da lang zu fahren, wo man sich vielleicht festfährt. Hehe. Halt, ausmachen. Ja, jetzt geht's ans Looten. Erst einmal so rumgucken, was offensichtlich ist. Nehmen wir natürlich mit. Komm, hier oben wird doch bestimmt irgendwas sein. Ah, hier geht's hoch. Nö, da ist nichts oben. Wie gesagt, wir gucken erst einmal. Das, was offensichtlich ist, werden wir auf jeden Fall gleich einheimsen. Ne? Und ja. Alter, was für Versorgungskisten die hier haben. Benzin gibt's hier natürlich auch. Läuft. Ja, schon wieder so eine Bumsliege. Aber allzu viel scheint sie doch nicht zu geben. Das ist erbärmlich für so ein großes Lager. Wir gehen dann gleich mal ins Haus rein. Aber hier gibt es ja so viele Autos, die wir ausschlachten können, dass wir Metall haben. Essen immer gut. Hier liegt noch was rum. Also Komponenten sind auch immer gut. Also da möchte ich nicht dran meckern. Aber ansonsten ist die Ausbeute hier recht mager. Wenn ich mir überlege, was ich dann hier in Energie stecke, um die fahrtüchtigen Autos hier oder allgemein die Autos kaputt zu machen, um an Metallschrott zu kommen. Aber hier kommt dann auch gut was zusammen. Ja, das Offensichtliche haben wir jetzt. Das heißt, wir gehen ins Haus. Hier gibt's gar nichts. Wow.
Wir haben den Kühlschrank. Die Arschgeigen haben einfach einen Kühlschrank. Toll. Hier unten hatten wir alles. Ja. Oh. Ja. Nicht schauen, mitnehmen. Das auf jeden Fall. Munition brauchen wir jetzt auf mehr als denn je. Vor allem, wenn wir die nächste Base einnehmen wollen. Soweit ich weiß, soll ja dort auch jemand Gefangenes sein. Oder gefangen gehalten werden. So, was haben wir hier drin? Eine Machete. Munition und was zu trinken und zu essen. Das war's? Ernsthaft? Das war's? Da ist noch Metallschrott. Und hier waren zwei Autoreifen. Hier ist noch Lol, wo kommen die denn auf einmal her? Ja gut, ich beschwere mich nicht. Aber die Ausbeute ist hier recht mager. Ich dachte, hier gibt's mehr. Ach, wir waren ja noch nicht oben, stimmt. Hehe. So, Basie. Munition und Verband. So, und jetzt kommt das Highlight. Was ist in dem verschlossenen Zimmer? Ich bin gespannt. Ah! Der macht nichts. Oh, Pfeile. Was? Was ist... LOL, ist das einer, der mit uns dann zusammen interagiert? Aber was ist verdammt nochmal ein Base-Shelter? Da werde ich mich auf jeden Fall mal schlau machen müssen, denn... Ja... Das ist mal recht interessant, würde ich sagen. Wir brauchen ganz kurz den Kanister, denn wir haben hier ein Auto, was wir abzapfen. Bevor wir wieder zu uns fahren. Das da. Dann fahren wir jetzt erstmal wieder zu uns. Und ich mache mich mal schlau, was dieser Base Shelter ist. Und ich will wissen, wo es dann da hinten lang geht. Und so wie es aussieht, passt, kommt schon wieder Nebel. Also haben wir es sehr gut abgepasst. Auf jeden Fall müssen hier Bäume weg, damit wir da perfekt hinfahren können. So, das war leer. Da Shelter Command. Das ist meine aktive Base, ja.
Okay, ich muss mich da nochmal schlau lesen. Auf jeden Fall, wir haben die Base eingenommen und wir versuchen uns den Dude dort auf unsere Seite zu holen, natürlich. Ansonsten hoffe ich, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.